Besprechen wir die aktuelle Situation mit Christoph Wanner, uns aus Moskau zugeschaltet. Christoph, wieder also ist ein Zug in Russland nahe der ukrainischen Grenze entgleist, offenbar durch einen Sabotageakt. In welchem Zusammenhang muss man das sehen? Ja, das war jetzt schon der zweite Anschlag auf die Bahn im russischen Gebiet Bryansk innerhalb von 2 Tagen. Jedes Mal sind Güterwaggons entgleist und wohl auch die Loks. Großer materieller Schaden für die russische Seite. Und wahrscheinlich steht das im Zusammenhang mit der bevorstehenden Gegenoffensive der Ukrainer. Mit anderen Worten, man versucht eben die russische Infrastruktur nach Möglichkeit zu schwächen, alles was Waffen oder was Rohstoffe transportiert, eben auch dann anzugreifen mit solchen, wie es hier auch zum Teil schon heißt, Terroranschlägen. Dieses Wort hat das russische Militärbloggerportal Rybar benutzt. Die Behörden sprechen von Sabotage. Und das ist ja nicht der einzige Angriff jetzt auf die russische Infrastruktur in den letzten Tagen. Jetzt erst letzte Nacht wurde wieder ein Treibstofflager angegriffen, und zwar bei der Straße von Kertsch. Das ist etwas östlich der Halbinsel Krim bei Taman. Das brennt lichterloh. Dann gab es auch Angriffe auf Hochspannungsmasten im Bereich St. Petersburg, und die Russen halten dagegen, greifen wieder mit ihren Kamikaze-Drohnen an, die sie ja aus dem Iran bekommen, diese Shahed 136 und auch die abgespeckte Version 131 hat da auch wieder Kiew angegriffen. Dann unlängst auch diese Attacke auf Pavlograd, ein Verkehrsknotenpunkt der Ukrainer, auch nur so ungefähr 150 Kilometer nordwestlich von Bachmut. Also man sieht schon, diese bevorstehende Offensive veranlasst eben beide Seiten anzugreifen mit Sabotagetrupps, mit Kamikaze-Drohnen, mit Raketen, mit Truppen, um den Gegner eben maximal zu schwächen und für sich eine bessere Ausgangslage zu erarbeiten.